Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Pokémon Omega Rubin. So, in der letzten Folge haben die Ereignisse sich überschlagen. Wir sollen jetzt ganz, ganz schnell hier auf zu Route 128, wo Team Magma das Siegel der Tiefseehöhle aufgebrochen hat. Dazu müssen wir Route 127 überqueren. Aber ich habe mich vorher noch mal ein bisschen in hier Moosbach City umgesehen. Guckt, ob ich da irgendwas übersehen habe. Das wollte ich denn nicht wieder in der Folge machen. Das hätte wieder so viel Zeit gekostet. Und ich dachte, wir erkunden vielleicht doch noch mal kurz vorher einmal diese Küstenhöhle. Einfach, um das auch mitzunehmen. Nicht, dass wir da wieder irgendwas übersehen und dann irgendwann nachholen müssen. Und das machen wir nämlich jetzt. Genau das. Und wir sind jetzt hier nämlich im Norden von Moosbach City. Und setzen mal den Surfer ein. Und erkunden mal die Route hier. Und da haben wir direkt schon die ersten Kämpfe. Schwimmerin Emilie. Liebeskuss. Das ist nicht mein bevorzugtes Pokémon, dieses Liebeskuss. Aber nun denn. So, wir machen eine Samenbombe. Das sollte kurz Prozess mit dem machen. So. Das ging schnell. Und hier ist noch ein Item. Das nehmen wir natürlich mit. Eine Riesenperle. Ja, das hat sich allein deshalb schon gelohnt. Ein bisschen Geld gesammelt. Ich geh mal hier auf die Insel. Ich möchte nämlich gerne. Okay, ich hatte so gedacht, vielleicht ist hier irgendwas, aber es sind wohl nur die Geheimverstecke. So, dann haben wir da noch eine Gegnerin, eine Trainerin. Hier erst mit einem Kampf gegen meine Wasser-Pokémon. Deal. Die sieht irgendwie genauso aus wie die andere, die Gudrun. Die Gudrun sieht genauso aus wie Emilie. Perlu. Perlu. Interessant. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Sehr schön, dann leveln wir nebenbei auch ein bisschen. Denn es steht der letzte Orden an. Der achte Orden. Und jeder weiß, was dann passiert, wenn wir 8 Orden haben. Dann können wir zur Pokémon-Liga. Und unsere Pokémon sind jetzt so gut Level 50. Ich glaube, für den Arena-Kampf reicht das locker aus. Aber für die Liga glaube ich nicht. Deswegen sollten wir natürlich auf jeden Fall alle Erfahrungspunkte mitnehmen, die wir kriegen können. Ich werde wahrscheinlich vor der Liga auch nochmal ein bisschen ja, außerhalb der Folgen leveln, damit ihr nicht dieses ganze Level-Prozedere mitbekommt. Das ist meistens ein bisschen langwierig, aber grundsätzlich brauchen wir halt noch ein bisschen XP. Der Timo. Zeig, was du kannst, Timo. Oh, ein Stern, du. Auch hier wieder einmal eine Samenbombe. Und nochmal Stern, du. Kämpfen wir weiter. Und bleiben bei der gleichen Taktik. Auch hier wieder die Samenbombe. So, damit haben wir den Timo auch geschafft. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn hier die Höhle? Ja, ich möchte Surfer einsetzen.
Ja, ich möchte es immer noch Surfer einsetzen. Irgendwie war das gerade komisch. Da ist die Höhle. Und da sind auch nochmal Gegner. Vielleicht gehen wir einmal nochmal wieder hier die Küste ab. Ob hier irgendwas ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir nochmal darüber. Hier machen wir das Gleiche. Hier sind auch noch einige Gegner. Okay, hier gibt es nichts Geheimes zu finden. Okay, dann nächster Gegner. Nein, ich wollte keinen Surfer einsetzen. Ich wollte hier den Dude bekämpfen. Ahoi, ich bin ein raubbeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Ich hoffe, du hast viel gesehen. Oh, drei Pokémon. Weimar. Alles klar. Wieder ein Samenbomben. Sehr schön, sehr schön. Pentoxa. Ja, wir wechseln mal einmal. Wir gehen mal hier auf Voltenso, dass der auch mal ein bisschen XP bekommt. Ich vermute, ich weiß es nicht sicher, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich vermute, dass die nächste Arena eine Wasserarena ist. Einfach weil wir das noch nicht hatten. Meine ich zumindest. Und dann ist natürlich sowohl Pflanzen- als auch Elektro-Pokémon eine gute Wahl. Und deshalb leveln wir die jetzt mal so ein bisschen. Das geht ja auf Wasserrouten besonders gut, von daher. Oh, Mashok. Müssen wir nochmal wechseln. Komm, wir nehmen mal Logok. Kämpfen so selten mit Logok. Und wir nehmen hier den Sturzflug. Nice. Oh, das macht Schaden. Wusste ich auch noch nicht. Oh, guck mal, hier Logok levelt schon wieder. Einmal benutzt, direkt wieder ein Level up. Also Logok ist einfach jedes Mal ein Level up. So, was kommt denn? Achso, das waren schon drei. Ich dachte, es kommt noch eins. Auch gut. Dann wartet jetzt noch hier der Dude auf uns. Hey, so. Du da, sieh dir mal mein niedliches Pokémon an. Es kommt jetzt Carpador. Oh, Seemon. Hm, ja, niedlich. Also, niedlich. Ja. Ich habe schon niedlichere Pokémon gesehen, möchte ich mal sagen. Aber das ist natürlich objektiv. Subjektiv. Ist total objektiv, ob ein Pokémon süß ist oder nicht. So, das wäre auch erledigt. Und ich glaube, jetzt haben wir hier auf der Route alles. Und dann... Achso, nee, da sind noch zwei. Moment. Moment, Moment. Dann kommt mal hier Voltenso nach vorne. In die Reihe 2 und... Sieht mir nämlich nach Doppelkampf aus. In der Küstenhöhle soll ein wunderlicher alter Mann sein. Bist du auch auf dem Weg zu ihm? Ob es hier wirklich etwas Interessantes zu erfahren gibt? Das erfahrt ihr nach einem Kampf. Altaria und... Oh. Ah, ich dachte, da kommen jetzt Wasser-Pokémon. Das ist nur ganz ärgerlich. Also Voltenso und es ist eigentlich die denkbar schlechteste Wahl jetzt hier. Ja, wir probieren mal eine Samenbombe auf Kamarup. Das macht nicht viel. Voltenso sollte mit einem Ladungsstoß Altaria. Achso, es trifft natürlich wieder beide. Ja, okay. Ja, Kamarup ist halt Boden. Ja, das ist jetzt ziemlich blöd gelaufen.
Aber immerhin haben wir Kamerup damit down bekommen. Sehr schön. Drachentanz. Mach da einen Drachentanz. Komme ich immer keinen Schaden. Okay, gut. Dann machen wir noch einen Megasauger auf Altaria und ja, und noch einen Stromstoß. Guck, das hat schon gereicht. Hervorragend. Was ist denn Altaria? Ist das ist Drache und Flug oder normal? Was gerade nicht sicher war. Eigentlich müsste Flug ja anfällig gegen Elektro sein, aber ich vergesse immer den Typ. Also ich muss... Wablu ist nicht Typ Drache. Der Typ Drache kommt halt erst mit der Entwicklung. So viel weiß ich, aber naja. So, gehen wir in die Höhle. Okay, hier gibt's was zu finden. Irgendwo. Da geht's wieder aus. Hä? Also dieses Itemradar manchmal, ne? Okay, da wird's gelb. Ach, da oben drauf dann. Naja. Ein Sternenstück. Okay, okay. So, da können wir nicht hin. Erstmal noch nicht zumindest. So, lass mal sehen, ob jetzt Pokémon irgendwo hier wieder auftaucht. Scheinbar gerade nicht. So, hier ist nichts, dann quatschen mal ihn ja an. Hast du vor, tiefer hineinzugehen, könntest du für mich Küstensalz und Küstenschalen sammeln. Ich würde dir daraus etwas Wunderbares anfertigen. Ja. Ich versuch's. So, wo ist das Pokémon? Da. So. Sieht nach Azumarill oder sowas aus. Und Golbat. Ein Golbat? Im Wasser? Ernsthaft? Na, komm. Ach, scheiße. Pflanze macht ja gar nichts gegen dich. Ja, das macht natürlich viel Schaden wegen... Kampf, Flug gegen Kampf, dann nehmen wir mal hier Voltenso rein. Dann müssen wir sofort mal tauschen. Okay, das ist jetzt vergiftet. Ah. Oh Mann, ey. Kann doch nicht mal einmal ein Pokémon kommen, was ganz normal Attacken einsetzt, anstatt immer diesen... Oh, ich hasse diese Attacken. Es nervt irgendwann einfach nur noch.
Und was hat so ein scheiß Golbat im Wasser zu suchen? Nein, ich wollte tauschen. Das war immer noch eins der ätzendsten Pokémon aller Zeiten. So, da könnten wir rein. Wir gehen erstmal hier rein. Ach, schon wieder so ein Ätz-Golbat. Boah, wehe, das verwirrt jetzt direkt wieder, ne? Bitte töte es einfach nur mit einer Attacke. Drecks-Pokémon. So, auch wieder ein Golbat. Warum? Was macht dieses scheiß Golbat im Wasser? Ja, Golbat haben wir auch noch gar nicht gefangen, sehe ich gerade. Versuche mal es zu fangen. Und wir machen nochmal Biss. Wenn es tötet, dann ist es so. Scheiß Golbat ist mir jetzt völlig wurscht, ob ich das fange oder nicht. Okay, hier gibt es was zu sammeln. Eine Küstenschale. Ja, nee, das Golbat da hinten. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Da ist noch ein Item. Ein Sonderbonbon. Das nehmen wir immer gerne mit. Zumal wir noch ein Pokémon komplett von Null auf leveln werden müssen für die Liga. Wir haben jetzt ja unser Geradax mit den VMs. Aber das will ich natürlich nicht in der Liga benutzen. Okay, hier gehen wir nicht durch. Ich würde sagen... Moment, nicht ganz... Küstenschale. Frage ist, kommen wir da oben überhaupt hin? Das ist ja hier eine gezeitenabhängige Höhle. Und ich habe jetzt keinen Aufgang gesehen, womit wir da hin könnten. Oh, gehen wir doch mal dahin, wenn das jetzt ein Golbat ist. Ist hier noch was? Nee. Ja, dann gehen wir mal hier unten durch. Ich glaube, wir können, also wie gesagt, in dieser Höhle können wir noch gar nicht alles erkunden, weil es eben gezeitenabhängig ist. Da müsste man mehrmals reingehen. Ich hatte gelesen, hier gibt es halt einige Eis-Pokémon. Die wollte ich eigentlich ganz gerne fangen, aber... Warum funktioniert denn eigentlich das mit dem Schleichen jetzt nicht mehr? Ich kann nicht mehr schleichen. Das hat sich schon wieder irgendwie deaktiviert. Wir machen Folgendes. Ich gucke mir das mit dem Controller mal an. Ich beende die Folge jetzt mal. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode, wo wir die Höhle noch ein bisschen weiter erkunden. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis bald.